Baureihe E10 vorgesehen. Es fährt jetzt vor die 115 152, die ursprünglich als 110 152 in Dienst gestellt wurde. Sie war die erste E10 der Serie, die von der Deutschen Bundesbahn abgenommen wurde. Die Baureihenbezeichnung 115 152 erhielt die Lok am Ende ihres Einsatzes bei DB Autozug. Auch diese Lok wurde neu lackiert in der Farbvariante Orientrot mit weißem Bahnlatz. Diese Lackierung wurde von der Deutschen Bundesbahn Ende der 80er Jahre eingeführt. Heute ist diese Farbvariante gänzlich verschwunden, deshalb erinnert die 115 152 an diese Ära. Ja, auch diese Lok in hervorragender Erhaltung und alles durch ehrenamtliche Kräfte des Museums bzw. des Vereins. Die Leute opfern sehr, sehr viel Freizeitarbeit dafür. Und ich denke mal, am Ende der Lokparade haben sie dafür auch einen kräftigen Applaus verdient. Ja, ich bin ja nicht.